Okay, dass diese Folge etwas anders wird, wurde ja schon gesagt. Ich durchbreche die vierte Dimension hier auch nur aus Erklärungsgründen. Diese Folge besteht, wie der Titel schon andeutet, aus Sketchen, also relativ kurzen, aneinandergereihten Szenen, die vielleicht etwas Wert auf Comedy legen. Durch diese Folge wird das ganze neue Rollmaterial von Nemo Studios auf einmal vorgestellt, damit die langen Erklärungen, wo die ganzen Waggons herkommen, nicht so viel Zeit in anderen Episoden fressen. Wenn ihr mich jetzt entschuldigt, ich muss los. So viele von den Dingern. Und ich nicht eben weiß, wie der Schrott heißt. Bands, Donny. Ja, in England. Du meinst, Box, Chaos. Das ist American. Ist ins geschlossene guter Wagen. Ach, diskutieren wir nicht weiter darum, wie sie heißen. Sehen wir sie einfach aus dem Weg. Hey! Die geschlossenen Güterwagen sollte ich hier rangieren. Geschlossene Güterwagen heißen die echt so? Naja, man kann sie bestimmt auch Kastenwagen oder Frachtwagen nennen, aber geschlossener Güterwagen trifft's am besten. Krieg ich jetzt den Zug? Ich verstehe das nicht. Wieso sind manche Güterwagen lebendig und andere nicht? Beide Arten haben ihre Vor- und Nachteile. Güterwagen mit Gesichtern können selber mit aufpassen und von alleine Bremsen ziehen und sowas, eben der Lokomotive helfen. Aber sie können theoretisch machen, was sie wollen. Ach, wir doch nicht. Wieso sollten wir? Wir sind doch brav. Naja, ich hab da andere Erinnerungen in... Erinnerungen. Sehr gut, es werden immer mehr. Weder Douglas noch Thomas noch sonst irgendwer wird uns bald aufhalten können. Was erzählst du da? Je mehr Güterwagen wir sind, desto mehr können wir die Lokomotiven bei ihrer Arbeit behindern. Und wieso wollen wir das? Das ist eigentlich eine sehr gute Frage. Also... Das Leben als Güterwagen ist hart. Da versucht man schon Spaß zu haben, wenn man's kann. Ganz genau, weil's Spaß macht. Warum klingst du so komisch? Hör dich doch mal selber an. Du redest wie so ein... Keine Ahnung, als hättest du einen Schaden. Dafür ist meine Stimme nicht so hochgepitcht. Weißt du, Gordon, jetzt wo wir, keine Ahnung, dreimal so viele Waggons haben wie vorher, warum peppen wir unsere Züge nicht mal ein wenig auf? Ja, ein paar Wagen mehr können doch nicht schaden. Schon viel besser. Ja, etwas schwerer natürlich, aber was schadet das schon? Die Fahrgäste werden viel mehr Platz haben und viel mehr passen rein. Ganz genau. Fragen wir mal ein paar Fahrgäste, was sie davon halten. Entschuldigen Sie bitte. Vielleicht ist Ihnen aufgefallen, dass unsere Schnellzüge nun viel länger sind. Es bieten sich dadurch viele Vorteile, wie es können viel mehr Fahrgäste in einen Zug steigen, mehr Sitzplätze und trotzdem sind die Züge nicht zu voll. Denken Sie, damit würden die Fahrten nach Sodo verbessert werden? Halten Sie es für einen guten Schritt in die Verbesserung der Eisenbahn? I don't speak French. Lassen wir das lieber. Yo, solltest du nicht bald das Öl entladen? Mann, geh mir nicht auf die Nerven. Ja, gleich. Schieb schon mal die Kesselwagen her. Erledigt. Oh, ich muss ihn irgendwie beschäftigen. Du, hier, es ist viel mehr Öl als sonst. Wir brauchen mehr Wagen. Kein Ding. Das sind immer noch nicht genug. Das reicht doch nicht ganz. Wir haben aber keine mehr in dieser Farbe. Spielt keine Rolle. Nimm welche in anderen Farben. So, Captain, mehr gibt's nicht. Oh. Was zum Henker? Seit wann haben wir so viele Kesselwagen? So genießt man das Leben. So viele Güterwagen in einer Farbe. Wundervoll sieht das aus. Kohle. Uns wird nie wieder die Kohle ausgehen. Das ist ungerecht. Warum bekommen alle neues Rollmaterial, nur wir nicht? Naja, ich brauche keine neuen Reisezugwagen. Die hier sind schon perfekt. Ich meine, warum bekommen Mallard und Gordon, die prinzipiell das gleiche machen wie ich, viele neue Waggons und ich keine? Aber du hast doch noch so einen glänzenden roten bekommen, oder? Hä? Warte. Ja, du hattest recht. Ja, sag
hab ich doch. Moin Männer, solid gut, ich bin ein Berliner. Also so ein bisschen ausgegrenzt fühle ich mich jetzt ja schon. Ich meine, ich kann keine Waggons ziehen, also habe ich hier nichts von. Warum fühle ich mich schlecht? Das macht doch gar keinen Sinn. Ich hinterfrage meine Gefühle schon wieder. Wieso mache ich das? Ich kann sie einfach verstellen. Ja, das kann ich. Aber gerade macht es mehr Spaß, sich aufzuregen. Ich habe eine Menge Arbeit vor mir. Okay, Annie, ich brauche dich in Clarabelle jetzt wieder. Reden Sie mit mir? Ja, meine sehr geehrte Mrs. Annie. Ich bin nicht Annie. Hä, natürlich bist du... Thomas, hier! Oh, verstehe. Ihr seht euch so ähnlich. Endcard, bitte. So, also, das war mal etwas anderes. Kann man mal gemacht haben, oder? Okay, vielleicht wird es irgendwann mal wieder so eine ähnliche Folge geben, aber die nächsten paar werden normal verlaufen. In der direkt nächsten Episode geht es dann um Edward und seine Nebenstrecke. Man muss noch sagen, dass viele der nächsten Episoden vor Stepneys Ankunft geschrieben wurden, weshalb die neuen Elemente möglicherweise noch nicht allzu sehr in die Episoden integriert werden. Ja, das wäre es. Cheerio!